Hallo und herzlich willkommen zu LS Madness Returns. Wir haben letztes Mal die Domäne des Hutmachers gemacht und beschäftigen uns jetzt mit den Fehlenden im Illusionstiefen. Wir haben natürlich dann die Schnauzen und alles zu sammeln und beginnen direkt in Tundra voll, weil ich keine Ahnung habe, welche Schnauzen genau fehlen. Bei den Erinnerungen könnte ich das ja nachsehen. So, da sind wir auch schon bei der ersten. Aus irgendeinem Grund scheint diese hier nicht gezählt zu haben. Das schließe ich einfach mal daraus, dass die Erinnerung auch nicht gezählt hat. Also die Erinnerung gibt es ja eine Auflistung und die erste Bambi-Erinnerung fehlt mir. Ja, und das ist irgendwie diese hier. Es kann sein, dass ich das beim Neuherspielen einfach Schlechte nicht Nachrichten. geholt habe, Das Schiff weil wurde ich nicht. zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Er muss gerade quieken, besonders jetzt hier mit dem Hintergrund, den wir haben. Aber wir haben eine Nase dazu bekommen und alle Erinnerungen. Hier ist die nächste. Wir sind schon in den Illusionstiefen richtig drin, also nach der Schiffsfahrt. Und aus irgendeinem Grund habe ich diese Schnauze vollkommen übersehen. Ich schaffe es sogar, mir das Körbchen zu holen, ohne dabei von der Muschel gefressen zu werden. Wobei das jetzt auch egal wäre. Also nicht, dass es nicht Was damals schon liegt egal unter gewesen dieser wäre, Patina aber. des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette. Und da habe ich die Mist übersehen. Ja. Keine Ahnung wieso. Manchmal übersieht man das Offensichtlichste. Aber wir haben jetzt 10 von 15. Womit wir schon beim nächsten sind. Ich habe natürlich ein bisschen weitergemacht und die anderen auch ausprobiert. Und das hier ist die nächste, die fehlt. Die anderen habt ihr alle im Projekt. Also in den normalen nicht. Wo wir hier sind, ist eigentlich Er hat doch relativ naturgemäß gut einen ersichtlich. Vorteil beim Wir sind bei Verstecken, dem aber Tintenfisch. sein Verhalten kann ihn verraten. Das Schreiben passt perfekt zum Oktopus. Ihm geht niemals die Tinte aus. Ja. Das hatten wir damals aus Versehen auch weggeskippt, eines der Texte. Wo Tinte Deswegen höre ich mir fließt, die da der Katze jetzt Oktopus nochmal in Ruhe ist, an. Folge der Tinte. Genau. Ich meine, die hätten wir uns damals auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns die geholt haben, weil die auch so offensichtlich ist. Warum sollte man die übersehen? Und wir sind in der Singkoralle, was auch immer. Auch die hatte ich übersehen, obwohl die sogar in dem Intro-Video drin ist. Die Flasche da unten nicht. Die Flasche haben wir uns geholt. Jetzt sind wir bei 12 von 16. Wir sind bei den Muscheln. Der Abschnitt heißt Muschelbucht, bettenfrei. Und da hatten wir uns ja noch über die eine Qualle gewundert, die nicht aufgestiegen ist. Beim Runterfallen. Aber jetzt ist sie das, weil wir eine Schnauze nicht gefunden haben. Und als würde das nicht reichen, wir haben noch eine in diesem Gebiet. Genau, bei dem Würfelrätsel, wo ich mich auch geärgert hatte, dass sie da eine Qualle gelegt haben, die für mich nutzlos schien. Wo ich dann noch so viel Zeit verdödelt habe, dass ich das nochmal machen durfte. Das wird jetzt auch wieder passieren. Jetzt habe ich das Video gekillt.
keine Möglichkeit, diese Videos zu skippen. Also man muss sich die einmal ansehen. Na gut, aber das ist ja weniger dramatisch. Auf jeden Fall da hinten. Ganz, ganz weit hinten. Und dann ist diese vordere Qualle auf einmal zu was nütze. Wir haben jetzt 14 von 15 und uns fehlt noch eine Erinnerung. Eine Flasche. Das heißt eigentlich ziemlich genau, dass wir jetzt eine einzige Sache erledigen müssen. Und das ist die letzte Flasche holen, weil dafür müssen wir die letzte Schnauze anschießen. Es ist ziemlich ärgerlich, dass ich die verpasst habe. Es ist hier bei der Rückkehr zum Fassboden. Und keine Ahnung, wie ich die übersehen konnte. Sie ist doch nur unsichtbar und schwebt zwischen den toten Fischen. Also die habe ich eigentlich beim ersten Mal, besonders wenn man unter ihr durchläuft und sie dann relativ laut schnauft, mitgenommen. Jetzt nicht. Wie auch immer. Und ja, abgeschlossen. Wir haben alles. Oder Alice hat alles. Gott, Alice hat alles. Okay, wir sind in dem Teil, den ich aus Versehen nicht aufgenommen habe, weil ich vergessen habe, die Videoaufnahme zu machen. Ich mache das jetzt mal nur mit den Waffen, die wir da schon vor Ort haben. Also die T-Kanone bleibt aus. Downgraden kann ich die Waffe natürlich nicht, andererseits ist mir die Waffe sowieso schon. Aber jetzt so fast 3 Minuten 7, mal gucken, wie lange es dauert, bis wir den Spielstand erreicht haben. Ich nehme jetzt auch alles mit, was da unterwegs noch zu holen war. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis. Ich hoffe, du seist mit mir. Und das war der Denkanstoß für Alice, der mich dann dazu brachte, in der Folge dann nach der versauten Aufnahme weiterging. Dazu brachte fast die ganze Folge über Pro und von Selbstmord zu reden. Also, warum das ernst genommen werden sollte, das Thema, und nicht einfach versucht zu schweigen. Weil Tod schweigen. Ne? Also, die Anspielung ist gewollt. Dieser schwadige Sitz scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Ich meine, hier fliegt alles. Da kann man dem auch ruhig vertrauen. Und ja, diese Flaschen sind wirklich so extrem offensichtlich. Da kommt man schon quasi nicht mit drum rum. Sehr schön. Ja, dann weiter. Hier gibt es ja nicht mehr viel, was uns auffällt. Das war eine der Flaschen, die ich hier als fehlend geschätzt hatte. Das ist also im Nachhinein für mich relativ schwer nachzuvollziehen, welche Flaschen ich habe und welche nicht. Ja, wir kriegen die T-Kanone. Angeblich erst jetzt. Kann man auch schön durchlesen, das ist die Beschreibung.
Ja, mit dem Steuerkreuz. Das haben wir schon. Ja, und jetzt sollen wir uns erstmal an die Waffe gewöhnen. Deswegen kommen wir da hingegen. Ich meine, das hättet ihr auch noch komplett gepasst. Das Aufnahmefehler ist. Da kommt sie mit fürs Gerät. Und nächste Taktik voran. Erstmal aufladen und dann wegbomben. Und auf Gesichter warten. Das ist eigentlich auch schon der gesamte nervige Punkt bei dem Gegner. Er ist nicht immer angreifbar. Das ist schon das ganze Problem an dem Teil. Hier gut sehen. Also das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur eine extrem schwache Ausgabe dieses Gegnertyps, aber nein, ihr seht, hat eine Attacke fast nicht durchgebracht. Also das ist echt nicht viel gesehen. Ja, das war's. Ich meine, der Part hätte in diesem Raum angefangen mit Tür zu und Gegner weg. Dann auf und ab nach die Suche. Das war ein Scheißwitz. Auf die Suche nach der letzten Flasche. So. Da haben wir sie. Das ist eben der Raum. Jetzt sind wir hier komplett durch. Wir haben wieder mal alles gefunden. Und ich ziehe nochmal an der Kette, damit wir wirklich sehen, wo das ist. Natürlich muss ich dann jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt spielen, weil ich sonst den Spielstand nicht gespeichert habe und die Flasche neu holen muss. Ich habe nicht dran gedacht und habe es gemacht. Egal. Gehen wir zu Zusatzinhalte. Und bei Charaktere haben wir nur noch 4 nicht. So, da können wir jetzt weiter gucken. Die Nanny. Jackie, der eigentlich quasi überhaupt nicht in der Geschichte mitgespielt hat. Ein Eisschnack. Wrackhaie. Der ist lustig. Leider ist er nicht im Spiel vorgekommen. Wäre sicher ein interessanter Gegner gewesen. Ja, den hatten wir. Den. Oh, passt. Ich auch gern gegen kämpft. Auch gerne. Es sind mir allgemein zu wenig Bosse in dem Spiel. Aus den Sternchen, Bürgermeister. Das ist ein wunderbares Bild für den Bürgermeister. Die Schildkrötentruhe wäre auch sicher ein cooler Gegner gewesen. Der Jedi. Ja, muss man nicht viel zu sagen, ne? Ist ein Jedi. Passt. Piranha, so nicht vorgekommen. Wäre auch in arktischen Tiefen völlig unpassend. Und wir sind bei dem dritten Kapitel. Die haben wir in der Stadt rumstehen sehen. Samurai-Wespe, Tintenwespe, Löwenstempel, ja. Kennen wir. Da sieht man, dass es sogar Männchen und Weibchen gibt. Den haben wir auch nicht getroffen. Ja. Und die Wespenkaiserin. Hätte ich auch gern gegen gekämpft. Also da, ne? Hätte es doch sicher noch was gegeben, was man daraus gemacht hätte. Ich weiß nicht, warum die Gegner nicht implementiert wurden.
Aber ich sehe auf jeden Fall, dass wir uns langsam Richtung Ende des Parts bewegen. Und muss jetzt mal timen wegen Ende. Ja, nächstes Mal kümmern wir uns um Kapitel 4 und 5. Da fehlt uns nicht mehr so richtig viel. Und dann gibt es auch alle verstörenden Visionen. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss!